So, jetzt sind wir hier einfach mal wieder bei Satisfactory. Ich finde das echt ein schönes Spiel. Und das ist ja natürlich beim letzten Mal hier wesentlich eskaliert, weil ich alles vollgebaut habe. Da habe ich mir gedacht, fängst du wieder hier an oder gehst jetzt woanders hin? Wir können ja einfach mal, ich weiß jetzt nicht, was ich ehrlich gesagt machen soll. So. Ich habe hier zwar so ein paar Spiele, aber das ist hier kreativ. Das ist das, was ich gerade aufgemacht habe. Das können wir ja mal löschen. Also ich sag mal, wir bleiben mal im Early Access. Oder gehen wir in den Experimental Build? Wir gehen mal in den Experimental Build, weil ich glaube, da kann man mehr machen. So, jetzt öffnet sich das hier nochmal schnell. In meine Bibliothek, geh auf den Experimental Build. Was war ehrlich gesagt nicht, welcher Versionsunterschied das ist gerade. So, der öffnet sich jetzt. Das müsste erst auch gleich capture. Dankeschön. So. Das ist der Experimental. Das sieht halt immer noch gleich aus. Es muss jetzt, oh Gott, hier Warnung. Jetzt öffnet sich die Seite von denen. Das ist mir relativ. Das ist alles auf Hoch bis auf Vollbild. Brauche ich nicht, weil ich hasse Vollbild. Da muss er nämlich raustappen. Na gut, für mich kann viel passieren, aber. Nein, ich wollte nicht fortsetzen. Spielen, ja, dann lad erstmal. Kannst du schon mal ein bisschen Hintergrunddaten laden? Dann gehe ich währenddessen noch mal kurz durch meine Ordner durch. Denk mal so, jetzt ein bisschen Musik wäre cool. Weil die Musik vom Game habe ich aus, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Da falle ich von um runter, weil man natürlich mal Treibstoff lässt zum Hauptmenü. So. Ich werde auch die Musik anmachen. Das Problem ist nur, die überlagert jetzt alles. Neues Spiel. Ich könnte mal natürlich, das ist das Standardgebiet. Diese Tanzengröße, aber es ist okay. Das ist alles eine Welt. Das muss man wissen, glaube ich, in dem Spiel. Die Felswüste, das ist halt ausgewogene Entfernung und Baumöglichkeiten. Und begrenzte Biomasse, die braucht man am Anfang. So. Verschiedene Biome, welche das Bauen erschweren, aber Biomasse zu einer verbreiteten Ressource und die Biomasse braucht man. So, da habe ich auch Biomasse. Aber die Distanzen sind größer von A nach B. Ich finde die Grasfelder persönlich schön, aber der Wald ist schöner anzusehen. Wir nennen ihn jetzt einfach mal 1, 2, 3 und drücken mal auf Start. Die Musik ist eigentlich echt angenehm. Ich habe mir mittlerweile. Gott, wann kam denn das jetzt raus? Das können wir mal in Erfahrung bringen, weil das Intro-Läufer sowieso keinen interessiert. Satisfactory. Attention Pioneer. The following instructional video is a 19. März 2019. Nee, das ist noch nicht ein halbes Jahr raus. Na, eigentlich schon, es ist ein halbes Jahr noch so. Ich hätte gern jemanden, der mit mir das spielt. Einfach aus Prinzip. Weil die Züge jetzt mittlerweile sind echt schon ganz geil.
Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. Ja, 19. März 2019. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Ich habe hier sogar, ich könnte sogar mal Display einblenden. Hier. Das ist die gesamte Set des... Kann das mal bitte aufhören, so laut zu sein? So, danke. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. Genau, 1, 2, 3 will ich das nennen. First objective. Halt die Fresse. So, das ist die interaktive Karte, das ist eine verstehende interaktive Karte, da steht alles drauf, was man in diesem Spiel braucht. Ich habe auch schon alles geholt, auf meinem anderen. War von meiner anderen Region, da starte ich ja irgendwo hier oder so. Gehe ich ja nach hier komplett. Nee, ich starte irgendwo hier, glaube ich. In einem freien Land. Gerade mal. Ich glaube, ich starte irgendwo hier. Oder? So sieht die Karte also in Anführungsstrichen real aus, weil irgendwie lädt das hier auch gerade nicht. Aber ist auch egal. So, das sind die Respawn-Punkte. Ich mach mal die Lotkarte. Da startet man einmal hier. Ungefähr. Und ich habe mich, glaube ich, das letzte Mal irgendwo hier versammelt und bin dann nachher hier hinten an den Strand. Egal. Jedenfalls hier rein. Ganz alles schön. Straßen, Höhlen, alles schon erkundet komplett. Spawnpunkt, ja gut, Flowers. Ja, das ist hier hinten die Freifläche, wo ich vorher war. Das sind die drei Punkte am Spawn. Da sind die anderen beiden gegenüber und dann habe ich mich von hier aus hier komplett rüber, hinten runter gearbeitet an den Strand, weil hier ist Öl. Kann man hier auch mal. Oh, da ist Öl, da ist Öl. Eigentlich sehe ich noch Mail, aber es zeigt er gerade nicht an auf der Karte. Oh, zeigt er nicht, weil die Spawns nicht alle da sind. Da habe ich mir das geholt. Das ist schon. What? Gibt es echt eine Renewable Power Mod? Wie geil ist das denn? Kann man die runterladen? Oh, da haben die Leute haben sich echt Mühe gemacht bei dem Spiel. Es ist doch echt ein schönes Spiel, muss man ja einfach sagen, ne? Es gibt ja selbst Dekoration. Echt schön. Produktionsplaner. Meinetwegen. Du hast den MK5. MK3 rein. Ölpumpe rein. Alternatives Rezept egal. Feindemütige Gebäude ja. Maximales Planerlevel. Begrenzt. Ganze herstellendes Objekt. Meinetwegen.
weil ich jetzt total heftig. Naja, Kernstempelrede braucht man eigentlich, aber eigentlich brauche ich Turbotreibstoff. Und ich will. Sagen wir mal 100 Turbotreibstoff produzieren. Brauche ich das? Finde ich mal faszinierend, was die Leute hier sich schon ausgedacht haben. Deshalb ist, glaube ich, gecrashed. Also eigentlich brauchst du nur, um das zu produzieren, brauchst du, fängst du mit Schwefel an, Schwefel wird drüber gesplittet in Manufaktur oder. Warum wird's aufgesplittet, wenn man ja so eine Scheiße. Na gut, damit du das abzweigen kannst halt, ne? Dann nimmst du Schwefel ab, dann nimmst du Kohle, daraus machst du gepresste Kohle. Und aus Rohöl wird Brennstoff, daraus wird Turbotreibstoff. Und das mehrmals? Aha, gut, aber wenn ich Rohöl übertakte, muss es gehen. Das braucht man alles dafür. Oh, die Stufen sind aber ein bisschen heftig zu scrollen. Förderband, Fusionator, zack, Treibstoff. Wenn ich jetzt mal nur 10 mache. Könntest du sogar rein theoretisch übertakten. Ja, könntest du sogar so machen. Total geil. Haben die echt schön gemacht, ey. Das braucht man alles dafür. Das hat man im Optimalfall ja schon. Echt schön, was die alles gemacht haben. Eine Händlerkugel. Keiner weiß, was man mit einer Händlerkugel oder mit einem Summers Club anfangen soll. Noch nicht. Das ist total witzig. Was mit den beiden zu tun ist, weiß ich bis heute. Also wissen wir als Spieler jetzt noch nicht. Ja. Aber die anderen sind alle echt. Ja. Ja, mit sowas wie Uran muss man natürlich vorsichtig umgehen. Können wir mal auf die interaktive Karte gucken. Machen wir so alles, alle Ebenen weg. Dann machen wir 3 Uranadern. Gibt es nämlich im ganzen Spiel nur. Die Sam-Adern gibt es, Quarz ist auch relativ selten, Bauxit auch. Geysire gibt es relativ viel, die sind aber, eigentlich brauchst du nur Uran nachher zum Ende. So viele Artefakte, so viele Slopes. Ist schon cool. 6 reine Katerium-Adern. 6 reine Kalkstein-Adern, Eisen-Adern, reine gibt es auch nicht besonders viele. Eigentlich echt schön. Jetzt muss ich das dann noch hier mal zumachen. Da ist nämlich schon mal ein Geysir direkt vor mir. Da sind schon die Giftpflanzen. Second Objective. Da ruhig. Ich weiß, wie ich dieses Spiel spiele. Third Objective. Please familiarize yourself with the resource. Biomasse. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required.
Ja, hier ist schön, ist schon der dicke Geysir. Ich will von mir. Irgendwo her angegriffen. Da unten ist nämlich schon mal so ein Typ. Den müssen wir jetzt ein bisschen umgehen. Warte, man fährt ganz halt auf ihn einprügeln. Und du? Bezieh dich mal. So, ich mach reines Kupfer. Ach, das Kupfer, ja, nicht Eisen, auch nicht schlecht. Wo war jetzt mein Eisen? Dann können wir noch mal ein bisschen Kupfer mitnehmen. Nämlich rein. Rein gibt immer 3 Sticks. Dum, 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 dum. Machen wir 100 voll. Wo ich hier so rumlaufe, ne? Die sind so süß. Kann man dem später. Das weiß kein Schwein gefühlt. Hier haben wir Stall, ne? Guck mal, Speckpilz im Baum. Nicht schlecht. Einfach schon mal bam 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 den hier abbrechen, das ist gut. Ist nicht sehr schön, dass das so aufblinkt. Das ist eigentlich eine schöne Ebene hier. Der Talsenke mit dem Bogen. Fourth objective, build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Hier ist noch eine zweite. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence Failure to do so will likely result in non-optimal progress. So. Die Hub. Und ich glaube. Ich baue die einfach mal irgendwie so hier hin. So. 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 So ist ganz angenehm. Schön mittig hier in die Talsenke. Haben wir hier ein bisschen Wasser. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. So. Für das erste brauchen wir Eisenrohre. Das weiß ich nicht. 10 Stücke. 10 Eisenrohre. Da müssen wir einfach noch mal ein bisschen Zeit investieren. Ja. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den locken kann. Blueprints, which can be found in the workshop when built, build menu and craft bench respectively. So. Jetzt haben wir hier diese wunderschöne Kiste, die brauchen wir aber eigentlich nicht.
So. So, Platten, Kupfer und nochmal 10 Zähne. Steht hier oben auch schön in der Ecke. Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Deswegen habe ich da oben das Kupfer schon mitgenommen. Zehn Eisenstangen und 10 Platten. Natürlich könnte ich jetzt erstmal den ganzen Tag so stehen. So viele sind möglich und so viele brauche ich noch. Das ist total dämlich. Und zack. So, jetzt verschwenden wir erstmal ein bisschen Zeit damit. So, Draht habe ich jetzt, Kabel brauche ich nicht, Platten brauche ich erstmal. Jetzt habe ich nämlich schon meinen kleinen Innenraum. Congratulations. Ich habe hier einen Biomassebrenner. Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. 7th Objective, Hub Upgrade, Conveyor Belts. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Note, constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Ganz viel Draht machen für ganz viel Kabel. So. 10 Kabel. 10 Beton. 2 versteckte Eisenplatten, wofür ich Schrauben brauche. 2 normale Eisenplatten. Eine Schraube kann ich nur aus Stangen machen. So, hätte ich noch 75 Eisenplatten machen. Dafür bräuchte ich aber wieder Eisenerz. So, jetzt können wir aber auch erstmal Strommast, Stromleitung. Also rein durch erstmal eine Werkbank bauen, hätte ich noch genug. Ich könnte auch erstmal den ganzen Beton umwandeln. So, dann nehmen wir den ganzen Kupfer. Es geht ja relativ schnell. Da finde ich Factorio mega cool, dass es so von oben sichtbar ist. Aber das finde ich ja auch wiederum cool, weil es aus Ego-Perspektive ist. Und das ist halt anderes grafisches Niveau. Was willst du hier? Mit dem kann man nichts machen. Man kann auf ihm sitzen. Auf dem kann man auch sitzen. Hab ich auch schon gemacht. Hüstenberg auf ihm gelandet. Hat nur einen halben Tag gedauert. Da geht der Wille immer noch durch mein Gebäude rennen. Die kann man noch töten. Die haben bloß 6 Trillionen Leben. So, um einfach das mal zu beschleunigen. Hätte ich gerne eine Werkbank, dafür brauche ich ein bisschen Rohre.
Also Eisenstein, ich sage immer Ruhr. Ach nee, eine Rüstungswerkstatt hätte ich, wollte ich haben. So. Ich sehe jetzt irgendwo im Verhältnis zu Hinbau. Ich finde ja eigentlich immer links oder rechts davon total schön. So, setzen wir die einfach mal hier so quer vor. So, jetzt kann ich mir nämlich den mobilen Miner bauen. Zweimal. Der bohrt einfach den ganzen Tag. Ich finde schön, dass man den nicht selber mit Kohle füllen muss, wie bei, sag mal, gefällt dir das hier, weil das warm ist, oder? Ich habe nichts dagegen. Vielleicht ist das ein Zeichen für das... Ja, keine Gegner hinkommen. Jetzt brauche ich wieder alles gefühlt. Aber die kann ich auch erstmal komplett verarbeiten. Vor allem brauche ich das ja nicht. Na, 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 na. Jetzt muss ich mir noch mal ein paar Stangen erstellen. Da kann ich nämlich meinen ersten Schmelzofen bauen und hier schon mal ein bisschen die Automatisierung anfangen. Die wir einfach hier mal so hinstellen. So. Auch Kabels. Ich kann ganz schön viele Kabels machen. So. Ich will das hier alles ungern abreißen, weil das echt einen schönen Mut macht, aber ich muss hier gerade mal ein bisschen durchblicken. So. Und du, mein Süßer, du machst jetzt ganze Zeit Eisenbarren. Aufs Eisen. Natürlich habe ich da jetzt noch irgendwie keine große Kiste für. Das Upgrade hier hatte ich ja noch nicht. Das ist ja auch einfach nur so, sondern auch so ein Ausrufezeichen, was nicht weggeht. Ich würde einfach mal einen zweiten hinsetzen.
Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch 12 Millionen Eisenplatten. Nebenbei kann ich auch was machen. Und dann... passiert irgendwann mal was. Biomasse braucht auch kein Mensch. Oh. Eisenbarren sind so toll. Brauchen wir immer Eisenplatten. Brauchen wir verstärkte Eisenplatten und mehr Schrauben. Er macht jetzt ganze Zeit Eisenplatten. Sortieren. Na, 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 na. So, Eisenplatten. Zwei verstärkte. Eine verstärkte habe ich schon. So. Plus die und dann das, was da fertig ist, und dann habe ich. Ja, guck doch mal. Lass mich hier durch. So. Dann die Kabels und den Beton und die Beine verstärken und zack. Ist das nicht schön? Congratulations. You have unlocked kannst zwar nichts damit anfangen. Man kann nicht schlafen, was ich denn schon ein bisschen doof finde. Hier kommt dann natürlich noch so ein Ressourcenscanner hin. Advice. When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Deswegen auch erstmal ein paar Blätter nachschmeißen, ne? So, hier brauchst du noch ein paar Barren, die ich nicht hab. Ah, die holen wir hier raus. Kann ich jetzt schon? Ja, guck mal. Können wir nämlich so machen. Ich denke natürlich, du bist bescheuert, weil das alles wegschmeißt. Aber jetzt kommt meinetwegen hier wieder mein geliebter Schmelzofen hin. Ja, komm, wir lagern ihn mal so ein bisschen aus. Da. So, 5 und 6. Dann locken wir ihn mal in place. So ein bisschen Platz.
Schön. Kommt hier ein Mast hin. Ich habe keine Kabel mehr. Ich komme nicht mehr ran, weil es verschaltet ist. Ich brauche mehr Kabels. So, und er kriegt jetzt einfach die ganze Zeit Eisen. Eisenerz. Gibt es jetzt schön automatisch ab. So, denn kommen hier mal die Speckpilze rein und die Alien-Fragmente. So. Und du machst Eisenplatten. 30 Eisenbarren pro Minute und er schafft 30. Wunderbar. Arbeiten die 1 in 1 Hand in Hand. Wahrscheinlich muss ich da oben doch nochmal einen Miner aufstellen. Stell dir einfach mal auf. Relativ nah, oder? Stimmt. Ne, das ist Kalkstein, ne? Ja, okay, das wird zum Reich leben. Weiß nicht, was die Umwelt gegen mich hat, ne? Mach hier doch nur ein bisschen Industrie. Schön ist, der Kram wächst auch nach. So. Und hier können wieder Speckpilze und Alien-Sachen rein. Ne, wollte ich mitnehmen. Um ihn in die Hand zu nehmen, um ihn dort oben zu platzieren. So, was macht ihr hier Schönes? Ja, guckt doch mal, ihr freundet euch auch miteinander an. Ist das nicht toll? So, ein bisschen mehr da drin drücken. Oh, so viele Eisenplatten. Ist das nicht schön? Guck mal, dann müssen wir nochmal ganz viel Eisenstangen machen. 75 an der Zahl. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel eigentlich weitermachen soll, weil ich habe schon so viel erreicht. Ich gehe gleich nochmal in meine Experimentalwelt.
Speckpilze um dieses Wasser sind, ne? Witzig. Und das ein paar Blätter mitnehmen. Dann müssen wir ja noch mal ein bisschen Beton machen. 20 insgesamt. So, dann hier Kabels haben wir. Rohre, Kabels, Beton und Platten. Zack. So, wird Zeit, dass ich eine Kupfer hole. New buildings, which can be found 4 Kabels brauche ich. Ninth objective, hub upgrade, molecular analysis. Note, to ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Ich kann man davon 36.000 Stück hier aufstellen, erstmal. Da ist wieder der kleine Freund von nebenan. Dass er den jetzt nicht anzeigt. Doch. Können Sie erstmal einen upgrinden? Ihr Feld habt ihr euch schon ein bisschen vergnügt, ja? Sehr schön. Man natürlich jetzt auch schön alles automatisieren. So. Gleich den Kalkstein holen, aber ich werde jetzt mal speichern und bei einer anderen Gelegenheit weiterspielen. Wenn ich gleich schlafen will. Ich überlege gerade, was ich in Kreativ gemacht habe. Das ist ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich meine kopiert und habe sie in Kreativ gesetzt? Oder ist das das, wo ich die Welt erkundet habe? Nee, das ist On Top of the World. Das ist, müsste rein theoretisch sein. Ja. Bin ich hier in der Talsenke? Hab hier maximale Stufe sozusagen. Hab mich hier das Hitler-Fließband weggeschossen. Die hab es auf Maximum, stimmt. Da wäre ja was, ne? Mich hier kreativtechnisch hingebaut und ich glaube. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Hier ist schon alles hin. Jetzt man hier noch was essen müsste. Also das wäre cool. Das, die Details sind da, aber irgendwie. Gut, hier müsste vielleicht. Na, man wärmt sich in der Kälte. Das wäre nochmal was. Das geht aber vielleicht ein bisschen weit. Aber auf jeden Fall. Jetpack, Schutzanzug, Kettensäge, Objektscanner. Das sind auch nur die großen Stufen, die ich freigeschaltet habe. Ich habe hier nicht den ganzen Kleinkram freigeschaltet zu dem Zeitpunkt. Ich wollte einfach nur dieses extreme Speedband haben und mich dann wegschießen und dann mit dem Jetpack hier rumzufliegen. Und dann bin ich irgendwann gestorben. Stimmt. Muss ich mal gucken.
Wenn ich jetzt Train lade, müsste ich rein theoretisch da sein, müsste ich gerade im Zug sitzen. Glaube ich. Also ich find's echt schön, wenn man da Leute hat, die auch sowas mögen, dann kann man sich das richtig schön machen. Ach so, das stimmt, da bin ich hier auf meinen sehr, sehr hohen Container-Stack für Brennstoffe geklettert. Habe hier auch ein bisschen also, wenn du hier ganz halt am Steigen bist, wenn er leuchtet, ist auf jeden Fall das, was du, dann solltest du auf jeden Fall nach unten gehen. Kann ja noch mal ein bisschen mitnehmen. Und er lädt es nicht unterwegs auf, das ist ganz wichtig. Das, wenn du so machst, nicht. Oh, jetzt. Na, das ist schon so. Die letzten 5 mm sollte man schon triggern. Sonst gibt's nämlich. Ach nee, hier steht. Ich habe ja hier. Nee, das nicht, das nicht. Mann, wo ist denn mein Inventar? Da. Ich glaube, ich kann. Ach so, kriege ich einen Punkt Fallschaden. Wenn ich das also. Wenn ich jetzt mal die volle Höhe sozusagen ausnutze, um mich selber zu verletzen. Oh Gott, das sind 2 Punkte. So grob. Aber da steht mein Zug. Ich weiß nur noch nicht gerade nicht, warum der nicht losfährt. Zwar wir hier noch am Entladen sind? Nee. Wäre ja was. Ja, warum ist das so? Weil ich hier mein Atomkraftwerk habe. Deswegen kriege ich da Damage. Ja, mein Zug jetzt mal wieder langsam losfährt. Alles hat, ne? Also es würde mich echt freuen, wenn er langsam mal losfährt. Aber ich versorge einfach ein paar Kraftwerke da hinten, die ich übrigens gefärbt habe mit einer Farbpistole. Ich könnte rein theoretisch, ich glaube, ich habe aber nichts fürs Förderband gerade mit, oder? Oder so ein bisschen habe ich. Aber ich habe für so ein riesiges Brennstoff. Oh, habe ich auch. Ist ja super. Eigentlich. Jetzt, Dankeschön. Autopilot on. Ja, ich glaube, durch das Laden und Speichern ist er nicht auf on. Jetzt ist ja auch noch nichts drauf. Jetzt ist der Container runter. Den hat er weggegrabt, in Anführungsstrichen, und da reingeladen. Ins Nichts. Ich habe mir hier richtig schön was gebaut. War gar nicht aufwendig, überall die Plattformen zu setzen und auch mal hier durchzufahren. Oder freischwebende Plattformen, wie die halten. Ist mir ein Gerücht. Wahrscheinlich halten sie an dieser massiven 70.000 Milliarden Tonnen Stahlstrecke. Tschut, tschut. Thomas the Train. Energieverbrauch, er hat gefühlt keinen Energieverbrauch Megawatt technisch. Weil
Einfach nur nicht benutzen drücken. Zählte ich mich selber. Hier oben ist ja meine wunderschöne Strecke. Da ist das Map, die Map-Ende, das Map-Ende übrigens. Hier habe ich jetzt ein bisschen Schlangenlinie eingebaut. Der Verbrauch auch wieder mehr, weil es halt anstrengend. Jetzt, naja, wie soll man sagen? Wird halt schneller. Der Autopilot bremst fleißig, weil er da unten jetzt ja auch gleich rein muss. Jetzt muss er Pilot richtig stark runterbremsen. Steuert auch wohlgemerkt rückwärts, das macht man auch selber. Selber ist das sehr anstrengend, ich bin das letzte Mal voll durchgefahren. Thomas the Train. So, der Mod, dass der von vorne anders aussieht, wäre cool. So, dass ich jetzt zumindest da drin sitze. So, da aus dem Nichts die Charge mit Sprit. Können eigentlich schon den ganzen Tag mitfahren. Jetzt brauche ich zum Beschleunigen, weil das Ding natürlich auch schwer ist. Richtig viel Megawatt, das müssen hier die Kraftwerke ausgleichen. Da wird auch richtig schön gerade produziert, noch Sprit und da sind Kraftwerke. Jetzt fahren wir ein bisschen unten. Man kann auch teilbedingt durchs Wasser fahren. Aber nur so, bis die Räder gefühlt 5 mm bedeckt sind. Ansonsten sagt er, dass das völlig, oder sowieso was hier. Das ist noch okay. Ansonsten sagt der Zug ist unter Wasser. Da kannst du nichts mehr mit dir machen. Da musst du den abbauen. Komplett zerlegen. Und das hier, dass man so ein bisschen im Sand versinkt oder das hier oder irgendwo oben gegenfährt, das ist dann halt so. Wie viel Megawatt er jetzt braucht, einfach nur um hier lang zu fahren. Auch wieder weniger, weil er halt leicht Backup fährt. Ist echt schön. Und das ist hier die grenzwertigste. Da kommt nämlich schon das Wassergeräusch. Mehr darf man wirklich nicht machen. Das ist immer noch am witzigsten, weil hier fahre ich durch den ganzen Berg durch. Aber es geht. Hier bremst er wieder sehr schön. Das Schöne ist, ich sitze im Zug. Da gehen noch diese Bremsklappen oben auf. Zack. Jetzt kommt hier mein wunderschöner Kran. Ich nehme keinen Schaden, weil ich im Zug sitze. Für dieser Strahlungslevel noch da, weil ich halt neben dem Reaktor hier bin, auch wenn er geschlossen ist. Das Schöne ist, jetzt fährt er da rein. Macht auf. Zack. Und jetzt gleich 3, 2, 1. Klick, weg ist die Animation. Und er kann hinten wieder ausladen. Nein, das geht das. Hier. Unten in den Container rein. Wird komplett hochgesteckt und geht hinten beim Stack wieder runter und wird dann an die Kraftwerke verteilt. Die sich davon alle natürlich schön was abschnabulieren. Hier kommen meine Rohstoffe wieder. Und hier sind wir wieder auf dem Weg. Bin durch, meine Rohstoffe. Das war echt anstrengend. Für die Strecke habe ich glaube ich eine Stunde gebraucht. Wenn wir noch einmal rum sind, dann ist das nicht schön. Selber ist das übrigens sehr anstrengend. Man kann das machen. Man muss zwar gefühlt jetzt immer ganz halt Gas geben. Wenn man da hinten runterfährt, kann man das auch. Aber sobald man hinten unten in dieser langgezogenen Kurve ist, muss man volle Kanne bremsen, sonst rast man über den Spot. Da muss man nämlich durchfahren und dann triggert er das nicht ordentlich. Und das ist ganz schlimm. Da
das hier hoch und runter zu bauen, auch mit Strommast und so, das war ein Streck, weil ich muss den Strom von da drüben ja mit dem hier verbinden, weil das Stromnetz soll ja nachher das gleiche sein. Diesen Punkt rauszufinden, selbstständig. Den. Das ist so anstrengend, dass er hier unten in der Ecke bündig hält. Hier wirklich. So bündig drin hält, dass er hier hinten ohne Probleme ein- und B bzw. entladen kann bei den Stationen. Ey, gefühlt unmöglich. Ich sitze einfach nur hier mit drin meistens und fahre mit rum, wenn ich von da hinten nach hier hin will. Zurück, rein theoretisch, ich könnte jetzt ja mal aussteigen. Ich glaube, man könnte natürlich noch mehr aufsetzen. Das könnte ich ja nicht mal machen, ne? Das ist so ein schön Güterwaggon. Zurück nehme ich meistens den Weg. Weil der am schnellsten ist. Mit dem Motto, nichts ist schneller als ein Fünferband. So. Da unten holen wir auch gerade den Zug ein. Kann man nämlich schön auf den Fünferbändern hin und her laufen. Deswegen eigentlich, wenn man einen Hin- und Rücktransport von als Band, für die Bänder hat, ist das echt ganz angenehm. Schön mit den Bändern. Du musst, darfst natürlich nur keine scharfen Kurven haben, denn es passiert sowas. Guck mal, da ist der Zug. Wenn ich jetzt ganz halt gerade ausgeflogen werde. Nämlich nur bis zum nächsten Halt. Hält hier an. So, und ich wollte mal. Zu teuer. Ich brauche hier super krasse Stahlrohre. Oder? Ja, diese dicken Stahlrohre. 10 Stahlrohre. Die habe ich. Unglaublich, aber wahr. Hier unten irgendwo drin. Ach ne, er baut ja, stimmt. Er baut mir den erweiterten und schweren Rahmen. Da sind einfach nur Container, die einfach alles produzieren. Da hinten ist der Atomabfall. Woher der Baum kommt, will ich gar nicht wissen. Stahlrohre. So. Was hat er... Und dann hier, sind das die erweiterten modularen Rahmen? Schwerer modularer Rahmen. Ja, hier kann man noch nicht mehr machen, weil Early Access unavailable. Das Spiel ist ja noch im Early Access, selbst im Experimental-Bild kann man nicht mehr machen. Ist halt so. Nehmen wir jetzt mal 3 Stück nehmen.